Hallo, willkommen bei neuer Part bei Beyond. Und jetzt wollen wir dieses Part jetzt mal weitermachen in diese Kapitel. Und weiter geht's. So, diesmal sind wir in das Kapitel hier. Bereit? Ja. Cole? Okay, ich nehme auf. Konzentrier dich jetzt, Jody. Du musst mir sagen, ob du etwas Bestimmtes spürst bei einem dieser Objekte. Okay, nehme ich mal das Foto hier. Dann mal das nächste. Okay, dann das Buch. Kannst du was sehen, Aiden? Okay, dann gucke ich erst mal Aiden. Jody, alles okay? Ja, mir fehlt nichts. Konntest du was sehen? Nein, es war undeutlich. Ich konnte gar nichts sehen. Ja? Nathan? Okay, ich sag's ihm. Nathan, jemand namens Ryan Clayton will dich sehen. Er sagt, du weißt, worum es geht? Ja. Ich bin gleich wieder da. Okay, dann stehen wir mal von dem Platz jetzt hier mal auf. Und jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Und wer ist in dieser Wein? Ich glaube, das ist hier ey, Typ da. Mal gucken, was wir jetzt hier mit Eilen machen können. Hören Sie. Ich hab's ihr noch nicht gesagt. Ich brauche noch etwas mehr Zeit. Nein. Professor Dawkins, sie muss heute mitkommen. Das ist mein Auftrag. Gott, sie ist doch noch ein Kind. Mein Assistent und ich, wir... Okay, sie will die mitholen. Okay, dann gehen wir auf Leva da mal hin. Hey, wo gehst du hin? Warte doch auf Nathan. Ich gehe trotzdem. So, fertig. Was ist denn los, Nathan? Ist was passiert? Jody? Das ist Ryan Clayton von der CIA. Die Agency will dich als Teil ihres militärischen Schulungsprogramms in Camp Peary. Ryan wird sich ab jetzt um dich kümmern, Jody. Du musst mitgehen, Kleines. Heute. Okay. Das ist ein Scherz, oder? Ich werde nirgendwo hingehen. Ich bin kein Kind mehr. Ich bin fähig, allein zu entscheiden. Niemand kann mich zwingen zu gehen. Natürlich, es ist schwierig, aber du musst es verstehen. Das ist eine großartige Gelegenheit für dich. Du kannst der CIA sagen, die können mich mal, denn ich werde hier nirgendwo hingehen. Scheiße, hören Sie, Miss Holmes. Ich habe keine Zeit für Ihren lächerlichen, kindischen Blödsinn, okay? Sie können Gift verspritzen, wie Sie wollen, aber Sie werden machen, was man Ihnen sagt.
Ich hol schnell mein Zeug. Nur das Nötigste. Alles andere ist in Camp Perry. Okay, dann müssen wir schnell mal unsere Zollkohle. Wie soll er jetzt endlich bei die CIA jetzt hingehen? Okay, wo ist unser Zeug denn? Okay, auf jeden Fall den Hase holen wir. Weil wir müssen erstmal unsere Rucksack holen. So, da holen wir jetzt mal den Hase mit. Auf jeden Fall. Gut, hol ihn mit. Was können wir noch so mitholen? Okay, hier können wir leider nur sitzen. Hier haben bestimmt ein paar Kleidung drin. So, was haben wir hier? Badezimmer noch? Okay, das Zeug hätten wir alle. Gibt's ja auch noch was? Nein. Verdammt, hat ihr das Bild jetzt kaputt gemacht? Okay, schade. Okay, hier hätten wir sonst alles. Ich denke, wir haben jetzt alles. Können wir die Gitarre vielleicht so mitholen? Nein, können wir nicht. Okay, dann gehen wir jetzt. So, wie war das letzte Mal jetzt hier? So, mit dem Schalter konnten wir bleiben. Dann gehe ich raus mal. Sorge. Du machst das sicher gut. Mann, du wirst mir hier so sehr fehlen, Prinzessin. Ich komme dich besuchen, sobald ich kann. Ich lasse dich nicht im Stich. Das weißt du, oder? Ich werde immer für dich da sein. Wir müssen los. Okay, dann gehen wir jetzt mal. Okay, jetzt sind wir schon in das nächste Kapitel. Und das versuchen wir jetzt mal, diese Part auch noch zu machen, diese Kapitel. Mal gucken, was hier jetzt erwartet wird.
Ja? Jody. Hey, hier ist Ryan. Ryan? Hast du meine E-Mail bekommen? Welche E-Mail? Die von vor 3 Tagen. Also ich habe gerade Probleme mit meinem Computer. Was stand in der Mail? Essen. Heute schickes Restaurant. Naja, heute ist es zu spät dafür. Vielleicht ein andermal? Scheiße, tut mir echt leid. Warum kommst du nicht einfach nachher zu mir zum Essen? Du wolltest doch sowieso mein Apartment mal sehen, also... Klar, aber... Wie wer es so macht? Okay, ja, ich bringe uns einen super Wein mit. Bis später. Ich weiß, du warst das mit meinem Computer. Dir ging's um diese Mail von Ryan. Das geht dich nichts an, Aiden. Ich kann tun, was ich will. Verdammt! Verdammt! Wir fangen das nicht wieder an! Ich gehöre nicht dir, Aiden. Ich kann Beziehungen haben, mit wem auch immer ich will. Das ist mein Leben. Hörst du mich, verflucht nochmal? Das ist mein Leben! Weißt du was? Zufällig finde ich Ryan echt gut. Er ist charmant, er ist intelligent, er ist witzig. Und ich glaube, ich habe mich verliebt. Okay. Es ist 7 Uhr. Ich habe eine Stunde und mach Dinner. Räum hier auf und mach mich noch hübsch. Okay, da hast du ja echt wenig Zeit. Nur eine knappe Stunde haben wir. Aufräume, koche und dann in die Dusche geh. Okay, dann müssen wir ein ganzes Zeug aufsammeln. Okay, wo ist hin? Okay, ins Bücherregal. Hier nicht? Okay. Okay, toll. Gut, Bücher wäre schon mal da, wo die hingehöre. Jo, die ganze Games erstmal einfach darunter. Also gehört sich das ja. Sieht ja keiner. So. Dahin, hol mir die alte Pizzakarton von vorher noch meine Mülleimer und so ein paar andere Dreckdinger machen wir jetzt schon weg. Genau, den Abfall in die Küche. Jo, das wäre der Mülleimer, wie sie aussieht. So, was jetzt noch? Okay, diese Hose hier, wo kommt die hin? Okay, Dreckwäsche in den Korb im Badezimmer. Oh mein Gott. Okay, wo hast du deine... Oh Gott, das Dinner. Da ist bestimmt noch irgendwas in der Küche. Okay, da. Ach so, das Dinner. Das müssen wir natürlich auch noch kochen. Danach... Ach komm, Aiden. Alter, bewegt einfach die Sache hier weg. Aiden, jetzt sei doch nicht so. Hab ich doch fast eine Socke. Oh, jetzt war der beleidigt. Okay. Erstmal eine Küsse. Dann gucken wir, was wir jetzt kochen können. Ich muss etwas finden, das höchstens eine Stunde dauert, mit den Resten aus dem Kühlschrank. Ja, wollen wir mal gucken. Das sieht gut aus. Und es ist nicht zu kompliziert.
Ja, bestimmt nicht. Curryhühnchen mit überbackenem Gemüse. Das muss etwas länger in den Ofen, aber klingt machbar. Okay, das nächste. Ich meine, nicht direkt was für Gourmets, aber kein Vorbereiten, kein Abwaschen. Klingt doch ganz gut. Das ist genau der Richtige für uns. Wir holen jetzt einfach Pizza. Pizza. Ich meine, es ist der einfachste Weg, aber er wird nicht meckern. Ich rufe da an. Okay, Telefon. Weißt du verschwendest deine Zeit, Aiden. Ich habe heute trotzdem ein Date mit Ryan. Komm, Aiden, so ein Arsch. Das Telefon ist wo? Wir haben echt nicht viel Zeit. Wir müssen uns wirklich mal beeilen. Das Telefon. Nein, das ist kein Telefon. Okay, decke wieder erstmal den Tisch. Sauber. Und wo ist das verdammte Telefon jetzt? Wo hat die Telefon denn? Ich kenne mir die Bude noch nicht aus. Ah, das ist, sieht für mich wie ein Telefon aus. So, komm. Oh, großer Gott, ich kenne die Nummer im Schlaf. Hey, ja, ich möchte eine große Pizza. Die, Super Supreme. Zwischen 8 und 8:30. Ja. 6192 Columbus Street. Ja, 9. Stock. Okay, cool. Gut, danke. Gut, dann wissen wir jetzt alle, wo sie wohnen tut. Aber es gibt was zu essen. Okay. Mist, er ist zu früh. Ich komme! Ja, wir kommen. Okay, da ist ganz bestimmt Aiden. Besser nicht rausgehe. Okay. Dann wollte Aiden uns wieder reinlegen, wenn wir rausgingen. Naja, da hätte er uns ausgesperrt. Du simmst mir noch, oder? Wollt ihr noch? Okay. Mal gucken, ob das noch kommen tut. Okay, sieht nicht so aus, aber schöne Stadt. Gut, dann gehen wir erstmal da mal rein. Geht's nicht? Okay, dann gehen wir hier erstmal Dusche. Okay, dann sind wir schon fertig. So, dann trocknen wir uns jetzt mal ab. So, wir können sogar mitmachen.
Sessel. So, jetzt können wir uns auf jeden Fall noch was anziehen. So, so sind wir fett für ein Date, aber wir können uns natürlich noch was anziehen. So, legen wir uns mal auf das Bett. Ganz cool, Jody. Okay, jetzt komm runter. Kein Grund zur Panik. Du wirst das schon schaffen. Okay, dann geh mit da mal hin. Was ziehe ich an? Hol mir mal das hier. Oh, hallo Ryan. Oh, gefällt's dir? Klassisch, elegant. Je ne sais quoi. Kriegt ihr da nicht den falschen Eindruck? Okay, hol mir das nächste. Das, was cool aussieht. Oh, hey, Ryan. Ja, ach, weißt du, ich hab nur alte Sachen an, weil ich bin cool. Ganz cool. Nö, leg das schon wieder weg. Nicht genug Aufwand? Hol mir sexy. Hi, Ryan. Ich habe auf dich gewartet. Okay, das kann die anziehen. Heute sieht er eine vollkommen neue Seite von mir. Lass gut sein und gib auf, Aiden. Okay? Das Date wird stattfinden. Basta. Ja, gell, alle nerv langsam. Okay, gehen wir erstmal in die Küche. Und mal gucke. Ey, ist schon da. So früh. Aber die Pizza ist noch nicht da. Okay, die Pizza kommt auf jeden Fall erstmal später. Also gleich. Ist auf jeden Fall zu früh. Gucken wir erstmal, wie spät es ist. So, da können wir leider nicht gehen gucken. Dann gehen wir jetzt mal an die Tür vorne. Aiden, benimm dich bitte. Das hier bedeutet mir was. Ich verlasse mich auf dich. Hey. Chateau Margaux 2001. Der Verkäufer sagt, das war ein hervorragendes Jahr. Das klingt doch nicht übel. Okay. Okay. Setz dich doch hin. Ich hol das Ding für die Weinflasche. Okay, das Ding für die Weinflasche holen wir. Jo. Ach, komm, Aiden. Cooles Apartment. Huh? Ja, danke. Aiden. Verfluchte Scheiße. Ja, gell? Wollte ich auch nur sagen. Okay, das Ding für die Weinflasche holen wir. Okay, die zwei Gläser haben wir. Den Kork ist hier, halt ihr natürlich in die Hand. Dann gehen wir das mal hin jetzt.
Okay, andersrum. Na komm. Soll ich hier aufmachen? Nein, nein, ich mach schon. Okay. Okay. Okay, jetzt gieße ich mir hier mal ein. Danke. Auf dein neues Apartment. Auf mein neues Apartment. Wann bist du eingezogen? Oh, vor ein paar Wochen. Ja, die Agency hat sie mir besorgt, voll möbliert und es ist... Das ist eigentlich das erste Mal, dass ich eine Wohnung habe. So, jetzt kommt dir eigentlich Ärger. Das ist komisch, aber ich gewöhne mich dran. Und stammst du von hier? Nein, nein, ich stamme aus Oregon. Meine Eltern und mein Bruder sind immer noch dort. Aber ich bin früh weggezogen mit 16. 16? Bist du zu Hause rausgeflogen oder sowas? Ich würde gerne Ärger, aber ich den gerne weiter zuhöre. Ziemlich chaotisch daheim. Mein Stiefvater verprügelte mich, wenn er mal wieder zu viel Intus hatte. Und ich wollte lieber ausziehen, bevor einer von uns zu weit geht. Das ist nichts. Das ist... Aiden macht Stress. Achte nicht drauf. Vergiss ihn. Moment. Hey, wie geht's so? Oh, gut. Das stimmt so. Danke. Gut, die Pizza haben wir jetzt. Ich hab Pizza bestellt. Ich hoffe, dass... Nein, Pizza ist gut. Keine Sorge. Wie lange arbeiten wir jetzt zusammen? Seit fast 2 Jahren und ich weiß fast nichts über dich. Da gibt's nicht viel zu sagen. Ich wohnte mit meinen Eltern auf dem DPA-Campus. Und dann war Nathan für mich da. Den Rest kennst du schon. Deine Eltern, hast du Kontakt? Nein. Oh, die gute Weinflasche. Da liegt die wohl auf Boden. Hat Nathan dir je richtig erklären können, was es eigentlich ist, dieses Ding mit Aiden? Nein. Also, nicht richtig. Sie haben viel herausgefunden über die Infrawelt, also... Aber nicht sehr viel über Aiden. Ich glaube sogar, dass nicht mal er weiß, wer oder was er ist. Okay, da höre ich mal besser auf. Bist du sicher, dass alles okay ist? Ja, alles ist gut. Aiden ist nur... Er ist nur ein bisschen unruhig. Alles okay, wirklich. Und was ist mit dir? Hast du Familie hier? Nein, nein, meine Eltern sind noch in Oregon. Ich sehe sie so selten wie möglich. Und bist du... verheiratet oder sowas in der Art? Nein, nein. Ja, ich meine, ich war's. Ja, meine Ex-Frau und ich sind geschieden seit 2 Jahren. Und es ging nicht gut. Ich meine, am Ende war es... Es gab gute Zeiten, aber es war wohl besser, getrennte Wege zu gehen. Und du? Hast du jemanden? Ich hab Aiden, also. Ich meine, aus unserer Welt.
Naja, Aiden kann das. Er hat die Leute immer vertrieben. Oder es liegt einfach doch an mir. Vielleicht bin ich zu anders, um für jemanden interessant zu sein. Du bist toll, Jody. Aiden hat nichts damit zu tun. Okay, können wir rein, theoretisch einen Blödsinn mache? Okay, runter von hier. Ach, die Lichter. Das ist nur Aiden. Okay, dann hören wir besser mal auf. Aber was können wir jetzt noch so machen? Außer die da bei Suse gucken. Okay, der Körper kann auf jeden Fall nicht zurückkehren. Okay, bei uns war der Typ also da geblieben. Okay, hier wird der Part erstmal beendet. Okay, bis dann Leute und haut rein.